Nein, 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 nein. Oh, falsches Spiel. Ich meine, ja. Zelda, es geht weiter mit Zelda. Zelda ist cool. So, was haben wir denn das letzte Mal gemacht? Ja, genau, wir sind hier in diesen Zauberwald hinein, um mal zu sehen, was geht denn hier eigentlich so ab? Wie war noch gleich die Steuerung? Sorry, ich hab's wirklich vergessen. Achso, ja klar, hier oben. Springen, Schild, Schlag. Irgendwas klimpern. Seht ihr, sie tanzen zu meiner Melodie. Ah, schön. Escape. Nö, ihr werdet jetzt sterben. Du hast einen Humpels gefunden. Super, jetzt brauche ich noch 4, oder? Ja, nö. Triff mich ruhig, hab dich auch lieb. Herzchen, Herzchen, danke für das Herzchen. Zack, tot. Rubin und falsche Taste drücken. Pink, Zonk, dieses komische Ding töten, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Rüber, dann noch so ein. Was? Wieso klappt denn dieses Springen nie? Nie! Okay. Noch ein Tumpels. Dann den und. Hot, 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 hot. Wenn der so nicht erwischt. Ja, komm, ich will die Tumpelze. Gib mir die Tumpelze. Weil ich will die für diese alte Schachtel sammeln. Okay, noch eine. Aber es fehlen noch welche. Es fehlen noch welche. Oh, es wurde heller. Hey. Oh. Ach ja. Bei dem muss ich warten, bis er sich umdreht. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, und dann zuhauen. So war das. Und noch ein Turmpilz. Fehlt, glaube ich, noch einer. Glaube ich. Hey, hey, diesmal funktioniert doch alles. Hast du noch einen? Hast du einen? Gib mir einen Turmpilz. Nein, du hattest keinen gegessen. Okay. Hast du einen gegessen? Wenn ja, dann muss ich dich leider ausweiden. Hast du nicht? Hast du Glück gehabt? Du bist trotzdem tot. Hier sind der böse Link. Aber du hast einen. Hey. Du hast den fünften Turmpilz gefunden. Bring sie schnell zur Hexe auf den Friedhof. Ja, auf dem Friedhof, da waren wir ja noch nie. Und auch nicht im Sumpf. Nein, niemals. Okay, auf zum Friedhof. Friedhof. Ich weiß. Doch vorher wird gespeichert. Denn wir wissen ja, was so gerne passiert. Endlose Messages, die wir nicht abbrechen können. Ah, vorbei am Ex-Schocker. Dann hier. Habe ich hier eigentlich schon die Marke geholt? Ja, sieht ganz so aus. Diese Skull-Token. Keine Ahnung, wozu die da sind. Nein, sagt es mir nicht. Sagt es mir nicht. Keine Spoiler. Wer spoilert, wird hängen. Über die Brücke, über den Schlammpfuhl, den Raben getötet. Lebt hier sonst noch irgendwas? Wir sind auf dem Friedhof, ihr müsst alle tot sein. Hey, du, wie heißt noch gleich diese. Ich habe vergessen, wie mein Partner hier hieß. Ist ja egal. So wichtig ist er nun auch nicht. Er verfolgt mich nur die ganze Zeit, ich kann nichts dagegen tun. Hier, dir, da, hier, links, rechts. Aber wie ein Kommentator angemerkt hat, wie er einen verfolgt, das ist sehr cool gemacht. Das ist wirklich sehr cool gemacht. Okay. Okay. Wehe, es ist wieder eine Message-Falle. Wehe. Oh, du bringst mir etwas. Ach nein, das bin ja ich, die wie Pilze riecht. Ah, die Tonpilze. Gib sie mir. Okay. Brav, brav. Also schauen wir mal, was ich hier zur Belohnung geben kann. Wie klingen denn 2 Rubine für deine Arbeit? Nein. Nein, sehe schon, du denkst an etwas anderes. Oh ja, an eine geile Nummer mit. Nein, weil will ich nicht. Aber versprochen ist versprochen. Ich bringe dir das Lied bei, das verfluchte Seelen eine Lösung bringt. Spiele das Lied der Befreiung. 432, 432. 432, 432, 432. Oh mein Gott, war das kompliziert. Das werde ich mir nie merken können. Lied der Befreiung gespielt, um Geister zu befreien. Super! Jetzt müssen wir wieder in den Sumpf, den wir noch nie erlebt und gesehen haben. Ich will weiter. Lass mich weiter. Du hast das Lied der Befreiung von der Hexe Mellow gelernt, ich weiß. Dieses Lied hilft den Seelen, Ruhe und Frieden zu finden. Ob das auch bei jedem Gegner klappt? Also den untoten Gegnern. Das wäre cool.
Okay, hier war ja nichts, genau. Dann hinaus, wieder in den Raben vorbei, die mich töten können, wenn sie meine Schwertspitze berühren. Nee. Na, diesmal klappt's ganz gut. Und ach, die sind viel nerviger. Nicht nur, weil es sie in so großer Zahl gibt, nein, sondern einfach, weil sie. Naja, sie haben viel zu viel HP. Die haben zu viel HP. Doch, ist so. Und kommen mir manchmal viel zu nah. Ja, doch, das ist das Hauptproblem. Die kommen mir manchmal viel zu nah. Und treffen die Mitte meiner Klinge, was mich erst recht verletzt. Stellt euch vor, ihr rennt in einen Häcksler und macht damit den Häcksler kaputt. Und ihr überlebt. Friedhof, ich weiß, ich will es in den Sumpf. Der Sumpf, der Sumpf, der Sumpf, da, wo der erste Dungeon ist. Der erste richtige Dungeon. Speichern, danke. Und ich will keinen Gegner reinrennen, denn es gibt keine Erfahrungspunkte hier. Nein, wieso sollte es Erfahrungspunkte geben? Hätte man wirklich noch einbauen können. Doch! Das finde ich so schade. Das wäre so geil. Da hätte man einen richtigen Grund, die Gegner zu töten. Aber nö. Na gut, ist mehr wie das modernere Zelda. Das sehe ich ein. Es ist eine gute Mischung aus dem heutigen Zelda und dem guten alten. Dem guten, ja, das war ja auch so gut. Zelda 2. Naja. So. Können wir hier eigentlich auch dieses Skelett wiederbeleben? 4, 3, 2, 4, 3, 2. Nö. Mist. Ich wollte irgendwelche Zombies oder Skelette für mich kämpfen lassen. So wie im richtigen Zelda. Einen Moment, ich muss mal kurz was deaktivieren. So, und weiter geht's. Und hüpf. Hey, das ganze Stufen übersprungen, bis mein Held Link. Du machst dich doch langsam. Nicht schlecht für dein erstes Abenteuer. Ho, 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 ho. Hoffentlich werden dann die Gegner ein bisschen abwechslungsreicher. Oh nein, es kommt die schwerste Stelle des Spiels. Hoffentlich komme ich hier rüber. Ja, hey. Das ist interessant. Ich muss schon schlagen, bevor der Gegner überhaupt losgeflogen ist. Sonst trifft er mich. Das ist einfach ein Fakt. Hey, noch eine Navi. Noch eine Navi. Es ist nicht Navi. Ich lasse dich mal einfach dort fliegen. Denn ich habe jetzt eh volle HP, also was soll's. Hey, yep. Hot. Autsch. Jetzt läuft das Spiel extrem flüssig. Ob das jetzt am Spiel liegt oder. Keine Ahnung. Ist mir egal. Ich konzentriere mich jetzt lieber aufs Spiel. Hey! Hüpf! Hüpf! Hutata! Hahaha, wir haben nur ein halbes Herz verloren. Entschuldigung, muss mir hier einem räuspern. So, und weiter. Ich werde mir jetzt angewöhnen, nicht mehr ins Mikro zu husten. Einfach, weil es ist störend. Es ist für mich störend. So, okay, da sind wir. Okay, die Taste 4. 4, 3, 2, 4, 3, 2. Ich hab's viel schneller eingegeben, also spiel's bitte auch schneller. 4, 3, 2, 4, 2. Warum höre ich eine Flöte? Ich hab ein Dings, was anderes gespielt. Warum verschwindest du nicht? Hallo? Sie ist noch immer nicht bei Verstand. Versuch's mal mit deiner Harfe zu beruhigen. Hab ich doch. 432, 432. Achso, ich muss näher dran stehen, weil ich spiele viel zu leise oder sie hat schlechte Ohren. 432, 432. Hab ich ja gedrückt. Und ich will endlich diese Melodie, mit der ich diese Augensteine irgendwie. Mit denen ich sehen kann, was sie so verstecken, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Sie bedankt sich dafür, dass du ihr geholfen hast. Sie sagt etwas, habe den Tempel angegriffen und sie bei ihrem Schlaf gestört. Und seitdem war sie so aufgebracht, dass sie nicht wusste, was sie tat. Sie tat gar nichts. Sie flog einfach nur in der Gegend rum. Hat mich behindert wie ein ordinärer Felsbrocken.
Gibt's hier noch irgendwas? Was? Ach nein, falsche Taste, Mensch. Nischt. Nischt, nischt. Dann hinein. Kommt jetzt irgendein Boss? Na, ein Speicherpunkt. Was? Ah. Du hast diese Plattform aktiviert. Du kannst sie von jetzt an benutzen, um zu speichern oder den Weg zu verkürzen. Warum nicht gleich so? Dankeschön. Und da ist eine Heilungsmöglichkeit, die wir noch nicht benutzen werden. Weder in diesem Video noch im nächsten Video. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Video von The Legend of Zelda, also Opal of Sheikah. Bis gleich.